Der Donnerstag bietet der Region schon einmal einen Vorgeschmack aufs Aprilwetter. Er startet beinahe windstill, aber mit Regenschauern. Kurz vor dem Mittagessen fängt es dann an zu stürmen. Schnell pusten die orkanartigen Böen die Regenwolken beiseite und die Sonne lässt sich blicken. 12 Grad, mehr ist bei dieser Großwetterlage einfach nicht drin. Auch nachts ist der Himmel bedeckt, aber es ist überwiegend trocken. Nach einem regnerischen Vormittag klart es am Karfreitag im Tagesverlauf etwas auf. Sogar die Sonne ist, wenn auch hinter einer dichten Wolkendecke, zu sehen. Mit Höchstwerten von 15 Grad wird es wieder etwas wärmer. Einen richtigen Sprung macht das Thermometer dann am Samstag. 22 Grad trotz stürmischem Wind und starker Bewölkung. Am Ostersonntag können wir die Eier dann draußen suchen. Es bleibt trocken und sonnig bei Werten von bis zu 18 Grad.